Resistenz, weil sie eben so verdammt viel aushalten. Aber wir versuchen das deswegen mal sicher nach vorne zu bringen. Sofern möglich. So, einmal tricksen, tarnen und täuschen bitte. Nein, das schaffen wir gerade noch. Nochmal Wirbel. Gute Chancen. Ich will aber auf Nummer sicher gehen. Dass es mal eindeutig auf Vorsprung geht. Wir müssen auf jeden Fall ausnutzen, dass sie langsam sind. Langsam, aber kräftig. Ja, zu zweit werden die trotzdem noch keine Chance haben, erst zu dritt. Naja, aber mal Venom Tackle. Das ist gut. Ein Spieler am Anfang des Spiels zu vergiften, bringt immer viel. Und die haben, wie gesagt, so viel HP, denen wird das nichts ausmachen. Ja, 1 zu 1, das werden wir nicht schaffen. Aber vertraut auf unseren Torwart und das war das mal sogar richtig. Supporter, wieso? Okay. Einfach versuchen. Bitte Glück haben. Natürlich nicht. Brauche 3 Leute hier. 3 Leute bitte. 3. Übrigens ist es natürlich auch so, je mehr Endurance sie haben, desto weiter können sie passen, weil die Passzahl normal langsamer runtergeht. Und sie schießen nur aus der Distanz, das ist gut für uns. Komm schon! Ah. Ja, trotzdem nutzloser Torwart. Wenn die aus dieser Distanz einen Ball reinkriegen, dann will ich nicht wissen, wie das direkt vom Tor funktioniert. Wir versuchen das jetzt nochmal mit Datto. Weil das auch wahrscheinlich nicht die beste Idee ist. Okay, wir haben 3 Endurance, wer hat 7 Magier? Niemals. Am sichersten ist der Ball wahrscheinlich da hinten. Außer sie fangen natürlich gleich runter. Dann ist auf sämtliche Sicherheit eigentlich geschissen, weil wir keinen Ball mehr haben. Okay, komm schon, den musst du halten. 4 Schuss, du hast 6 Catch, das musst du schaffen. Nein, er kann ihn nicht fangen. Er kann ihn nur abwehren. Okay, jetzt bitte. Gebt Tidus den gottverdammten Ball.
macht sie alle fertig und gewinnt das Spiel. Okay, wenn wir es schaffen, mit Titus innen davon zu schwimmen, und das schaffen wir, dann haben wir direkt vor dem Tor die bestmögliche Chance, ihn zu versenken. Okay, und wir haben noch 20 Sekunden, also eigentlich 19 Sekunden Spielzeit. Das schaffen wir tatsächlich. Trotz unseres schlechten Torwarts. Und Game Over. Random Tackle, auch wenn es nicht viel bringt. Und Zeit ist aus. Danke. Was hat's? Ah, shit. Ich hatte mich schon gefreut. Oh ja, Erfahrung. Ah, shit. Gegnerische Level 4. Aber Titus Level. Oh ja, Keeper Level 3. Das kann doch was Gutes heißen. Und er hat 7 Catch. Er kann tatsächlich vielleicht jetzt mal was halten. Wow. Mehr HP. Okay, gut. Und mehr Schusskraft ist auch immer gern gesehen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selbes System. Ja, Sphere Shot. Ja, das werden wir dabei finden. Keeper Technik? Gibt's da auch tatsächlich irgendwas? Next Page. Ich würde mal tatsächlich interessieren, ob es irgendeine. Fähigkeit gibt, die der Torwart einsetzen kann. Okay. Mark. Gasner, Konsum. 12 Pass. Dato, dann würde ich sagen, setzen wir Potter auch noch auf Gasner und hoffen auf ein Wunder. Und zwar das Wunder, dass jetzt einfach so 5 Minuten vergehen, ohne dass ein Tor fällt. Aber das wird wahrscheinlich nicht zulaufen, leider. Hat immer noch so wenig Passfähigkeit. Das heißt, wir versuchen das mal auf lange Distanz, dann schicken wir den Verteidiger nach vorne. Zu unsicher, zu ach, was soll's. Verteidiger spielt zu Verteidiger. Verteidiger spielt zu Mittelfeldspieler. Der wiederum spielt. Wir müssen Zeit schenken. Das ist am besten, passen wir einfach in unseren eigenen Torraum herum. So, das machen wir genau so lange, bis wir die entsprechende Chance haben, Titus freisteht und wir ein Tor schießen können. Nämlich jetzt zum Beispiel. Okay, den einen. Ich hoffe mal, das schaffen wir.
Das ist gut, das ist sehr gut. 22, der muss drin sein. Na, gut, er ist drin. 3 zu 1 ist mal nicht mehr so leicht aufzuholen. 3 Minuten noch Zeit. Wie schon erwähnt, 1 zu 1 bringt sich nichts. Solange wir den Ball jetzt im gegnerischen Strafraum halten, haben wir praktisch schon gewonnen. Fall, solange wir den Ball im gegnerischen Tor halten, haben wir praktisch schon gewonnen. Oh ja, 4 zu 1. Game over. So war dann doch nicht so das Problem. Scheinbar habe ich damals noch nicht genug auf die Geschwindigkeit geachtet. Denn wenn ich nur Kopf gegen die Wand einfach nur gerade durch möchte, dann ist es egal, wie langsam sie sind, weil sie natürlich in der eigenen Hälfte sich befinden. Oh, Bottle Level 5. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dattos Technik. Gut. Er ist schneller geworden, hat mehr HP. Ja, Keeper sollten wir hauptsächlich eigentlich leveln. Erstes Match im Turnier. Ja, so schlecht haben die wohl gar nicht gespielt. 3 Tore, also 2 zu 1 und wir 1 zu 4. Jetzt noch die Luka Goers. Momentan sind wir an erster Stelle gleich auf mit den Albert Sykes.
Bester ist natürlich Titus bei uns mit 4 Toren. Da sind wir ein bisschen auf Abstand. Okay, Team Level 1. Gut. Weiter geht's mit Blitzball. Ja, sorry, wenn euch das jetzt nicht interessieren. Also, wenn euch die Folgen jetzt nicht interessieren, aber ich persönlich finde das eine der besten Sportarten, wenn es die geben würde. Leider wird es sie nicht geben, aber es ist einfach genial und ich liebe eben Blitzball und werde versuchen, unser Team dann eben auch entsprechend zum Sieg zu verhelfen. Und Snapshot. Puts Goalkeeper to sleep. Das ist gut. Body Shot. Shoot free balls unblocked. 50% Chance. Ich würde fast sagen Snapshot. Ja, und unser Keeper, was machen wir mit ihm? Okay, wir spielen gegen Guado. Wir haben hier verdammt schnell, langsam, verdammt schnell. Oh shit, die sind uns bei weitem überlegen. Die brauchen wir gar nicht blocken, das schaffen wir nicht. Im Passen sind sie auch verdammt gut. Und der Beste im Passen ist der Langsamste, das müssen wir ausnutzen. Das heißt, Butter, bitte ihn hier und Yasu bitte auch hier. Man dankt und man spielt. Und es ist ja nicht so, als würde ich jetzt das Blitzballspiel umsonst machen, denn wir bekommen ja auch tatsächlich Items dafür. Wenn wir Items haben, haben wir Geld. Und mit Geld können wir hier schon einiges anstellen. Verdammt schnell! Aber bitte kein Ballverlust. Na? Ja, gut. Wie gesagt, sie sind verdammt schnell. Und das Spiel ist gerade dafür lang.